Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Hier ist Hoffmann mein Name. Ich melde mich von RoboPoint. Herr Hutzlam, Sie haben sich gerade bei uns registriert für die vollautomatische Software. Bin ich denn da richtig bei Ihnen? Ja, hier ist Hutzlam. Und Sie waren ja, wer genau, bitte? Genau, ich hab's gerade nicht ganz verstanden. Alles gut, Matthias Hoffmann mein Name. Sie haben sich jetzt gerade bei uns registriert. Ach, für die ja. Vollautomatische Software. Genau, das wollte ich mir mal angucken. Mensch, Sie sind ja schnell, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Ja, ich sag mal so, die Zeit ist so, dass man eben halt in jeder Sekunde auch Geld verdient, ne? Und sobald man anfängt, dann hat man die Möglichkeit auch schnell auch loszulegen, sagen wir mal so, ne? Das ist gut, ne? Ich würde Ihnen das mal erstmal erklären, wenn Ihnen das recht ist, ne? Damit ich hab Zeit! Okay, wunderbar. Zumindest bis zum Mittag, aber das schaffen wir ja, ne? Das auf jeden Fall. Also, Sie starten bei uns mit einer vollautomatischen Software, das heißt, während Sie unterwegs sind, andere Tätigkeiten machen, arbeitet diese Software im Hintergrund für Sie und erwirtschaftet Ihr Geld damit, ne? Ja, ist das gut? Zusätzlich ja, ne? Von uns bekommen Sie noch, natürlich, zusätzlich bekommen Sie von uns noch einen Fachexperten, der mehr als 20 Jahre lang Berufserfahrungen hat und er wird Ihnen dabei helfen, dieses Geld zu erwirtschaften, was, denke ich, dann auch in Ihrem Interesse ist, ne? Ich denke doch, ne? Es ist alles ganz neu für mich. Ich kenne das alles noch nicht, ne? Alles gut, wie gesagt. Wir arbeiten jeden Tag mit Neuansteiger und deswegen empfehle ich immer mit dem kleinsten Betrag zu starten. Also man hat bei uns, wie gesagt, die Möglichkeit mit 250 zu starten, 500 und mit 1000. Mit wie viel Geld möchten Sie starten? Ach, das hätte ich jetzt tatsächlich so abhängig davon gemacht, was da zu erwarten ist, ne? An Rückkunft. Ich sag mal so, ich empfehle Ihnen erstmal, wie gesagt, mit 250 zu starten, damit Sie allgemein schauen, wie das alles funktioniert, damit Sie erstmal Ihr Gewinn wieder rausholen. Also mit 250 Euro können Sie schon in 2 bis 3 Wochen zwischen 700 fast bis zu 1000 Euro kommen. Wenn Sie dann bei den 1000 Euro sind, dann machen Sie eine Auszahlung von 500 Euro und ja. Das ist also ich habe Sie da jetzt richtig verstanden. Entschuldigung, wenn ich einhake, dass wir quasi von einer Vervierfachung in 4 Wochen sprechen. Genau. Da wäre ich ja blöde, wenn ich nur 250 Euro nehme. Das ist richtig, aber damit Sie sich einfach bewusst sind, wie das alles funktioniert, weil Sie sind ja noch Neueinsteiger. Genau. Weil klar, Sie können auch mit 500 starten, aber ich persönlich empfehle Ihnen erstmal mit 250, weil man muss jetzt erstmal reinschnuppern in einem Thema, wo man sich, wie gesagt, nicht auskennt, wo man wirklich noch ein Neueinsteiger ist. Ja, ist an sich ja ein guter Ansatz, aber der ist ja der Roboter, der das macht, ne? Da dieser. Genau, richtig. Korrekt. Sie müssen da kann ich ja eigentlich nichts verlieren. Das ist richtig, aber man muss immer gucken, dass man muss hier im Leben nicht immer nur gewinnen oder nur Geld erwirtschaften. Kann sein, dass die Software mal einen Fehler macht, weil wir Menschen machen ja heutzutage schon Fehler. Ja, ja, darum haben wir jetzt ja die Roboter, ne? Ja, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das wissen wir selber nicht. Also, ach so, jetzt reden Sie Ihr Produkt aber nicht gerade gut. Nee, ich meine jetzt nicht nur das Produkt, sondern allgemein die KI. Weil ich sag mal, so viele Menschen. Ich rede jetzt von, also neben vorbei von dem Ganzen, ne? Die Roboter nehmen ja uns den Job ja weg. Aber das ist ja auch auf eine Weise gut, ne? Weil ich sag mal so, würde das die Software nicht machen, müssten sie 8 bis 10 Stunden am PC sitzen und das selber recherchieren. Wäre jetzt auch nicht das Problem, aber ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Deswegen sage ich, mit der vollautomatischen Software können Sie jetzt erstmal starten, ja. Um zu schauen, wie das alles ist. Und nachhinein, wenn Sie so gesagt Geld verdient haben, dann haben Sie auch, denke ich mal, mehr Erfahrungen. Ne? Dann haben Sie sich ja erstmal in die Thematik reingemacht. Und dann können Sie ja meinetwegen 500 oder 1000 Euro investieren. Ne? Na ja, gut, ich würde mich da jetzt tendenziell erstmal auf Sie verlassen. Ne? Dafür gibt es Ihre Firma, Agentur, was auch immer, ja auch, ne?
Richtig. Ich bin hier so gesagt die Account Manager. Ich erkläre Ihnen das alles, wie das alles funktioniert. Sie bekommen bei uns, wie gesagt, diesen Fachexperten. Wir werden auch einen Termin vereinbaren, damit wir nur ein kleines Profil von Ihnen erstellen können. Sagen Sie mir bitte, wie jung sind Sie denn? Was schätzen Sie denn? Von der Stimme her aus schätze ich Sie um die... Ja, ich könnte alles sagen, wissen Sie? Ja, ich sag mal so von der Stimme vielleicht so um die 45, vielleicht 46. Das ist schön, vielleicht das, ich auch falsch. Das höre ich immer wieder. Ich bin Baujahr 47. 47? Ja, das... Ich glaube mir die Leute nie, ne? Wenn ich mir damals keinen Bart stehen gelassen hätte, müsste ich heute wahrscheinlich auch immer noch einen Ausweis an der Kasse zeigen, wie ich mir mal ein Bierchen hole. Echt? Wahrscheinlich, also bis in die 30er habe ich da Probleme mit gehabt, ne? Okay. Ja, mein Enkelsohn hat mich da so ein bisschen auf das Thema gebracht, ne? Das dachte ich, kann man das ja mal, ich habe ja Zeit, ne? Da kann man das ja mal gucken. Natürlich. Ich sag mal so, Sie müssen da wirklich auch nicht viel Zeit investieren, was Ihr Job mäßig ist, dass Sie einfach jeden Tag einmal in die Software reingehen und das dort eben halt sich anschauen halt, ne? Na, schau mal, das hört sich doch gut an. Hätte ja nicht gedacht, dass das Internet, jetzt kriege ich auch endlich mal was vom Internetgeld ab, ne? Ja, ich sag mal so, wenn der Staat uns schon nicht die Hilfe gibt, weil alles einfach teurer geworden ist mit der Inflation und alles, dann müssen wir uns ja irgendwie auch selber helfen. Die haben für alles Geld, nur nicht für die Leute, die das ganze Leben lang gearbeitet haben. Das ist richtig. Ich sag mal so, Sie haben das, als was haben Sie gearbeitet, wenn ich fragen darf? Ich war Schweinebauer, Selbstständiger. Jetzt macht mein Sohn das. Ja, sehen Sie. Wenigstens haben Sie das in jemanden übergeben, dass man die Arbeit halt macht, ne? Ja, also drei von den Jungs wollten es ja nicht machen. Und der andere, der hatte sowieso vor, sag ich mal, im Agrarbereich zu studieren. Dann sag ich, jetzt mach doch erstmal deine Lehre im Betrieb, ne? Dann hast du schon mal einen Titel in der Tasse. Und dann hat er gar nicht mehr dran gedacht zu studieren. Der hat das dann gleich weitergemacht, ne? Und macht das jetzt noch nebenbei. Da mache ich so den, sag ich mal, Papierkram, das kenne ich ja aus dem FF, und der geht dann noch zur Abendschule, ne? Ja. Schon wenn man wunderbar. Und wirklich machen möchte, dann kann man das ja alles schaffen, aber wenn man das nicht will, dann ist das sehr schwer. Ist natürlich wortwörtlich eine ziemliche Schweinerei, aber man kann gut davon leben. auf jeden Fall. Und jetzt ist, wie gesagt, die Zeit gekommen, wo Sie auch ein bisschen das Geld investieren können. Genau. Wo Sie, ich sag mal so, jetzt nicht viel mehr Geld, dass Sie jetzt Millionär werden, aber einfach, dass Sie sich, sagen wir mal so, 500 oder 600 Euro jeden Monat zur Seite legen können, wo Sie dann mal in den Urlaub fliegen können oder egal, was Sie so gesagt machen möchten, einfach tun und machen können, was Sie möchten. Wissen Sie, ich meine? Ja, klar, aber ich meine, wenn Sie mir sagen, dass das vervierfacht wird, sag ich, da ist die Million ja nicht weit entfernt. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, Sie werden immer nur Gewinne machen. Weil sie kann sein, dass Sie auch mal Verluste machen, aber dann sind das Verluste von 15 bis 20 Euro, ne? Ja, das ist ja im Vergleich ziemlich marginal, würde mein Freund der Mimon jetzt sagen. So, damit Sie auch Bescheid wissen, Sie bekommen bei uns auch einen Willkommensbonus von 50 Euro. Nur diese 50 Euro können Sie halt leider nicht auszahlen, ja, das aber ist logisch. Ihre Kaufkraft dann halt benutzen. Ne? Aber das geht dann quasi, und was ist mit den, sag ich mal, mit den... wie soll man das sagen, mit den Profiten, die daraus erwachsen aus diesen 50 Euro, kann ich mit denen denn arbeiten oder wie läuft das? Ich sag mal so, wenn Sie jetzt mit 250 starten, bekommen Sie von uns 50 Euro plus, ne? Genau. Dann haben Sie ein Startkapital von 300 Euro, ne? Und wenn Sie jetzt beispielsweise von den 50 Euro Gewinne machen, dann können Sie das ja auch auszahlen. Nur halt diese 50 Euro, die werden immer auf Ihrem Handelskonto bleiben, damit Sie halt arbeiten können. Das Stammkapital. Genau, und Sie brauchen aber, der Mindestbetrag ist immer 250, ohne 250 Euro kann die Software dann nicht arbeiten, ne? Ja, das ist ja logisch, ne? Das ist ja wie wenn man, sag mal, versucht den Trecker anzuschmeißen, da ist kein Benzin im Tank, ne? Das kann ja auch nicht funktionieren. Korrekt, haben Sie auf jeden Fall einen guten Vergleich gemacht. Naja, ich bin Bauer, ne? Ich mache immer einfache Vergleiche, sonst verstehe ich das alles nicht.
Nee, nee, aber haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, also bitte auch irgendwie am besten immer möglichst für Idioten erklären, dann komme ich da auch mit. Ach, da kommen sie auch so mit. Ich weiß es nicht, wir können ja mal gucken. Alles gut, machen Sie sich da keinen Kopf. Sagen Sie mir bitte nur, wo möchten Sie denn traden, auf welchem Gerät? Ja, mit Ihrem Robotersystem da, dachte ich, ne? Genau, richtig. Das ist richtig, richtig. Und dann auf welchem Gerät möchten Sie das machen? Auf Ihrem Smartphone, auf Laptop, auf Handy? Achso, muss ich das doch selber machen? Nee, aber Sie müssen es ja irgendwo drauf haben, damit Sie einfach mal reinschauen können. Ach so, ja nee, das mache ich am Rechner, ne? Da habe ich einen schönen großen Bildschirm und kann mir das alles anschauen. Okay, so. Finde ich gut. Also damit wir so gesagt haben. Wann kann das denn losgehen? Weil wir haben jetzt ja den 26. Kriegen wir das zum Monatswechsel denn hin? Sagen Sie mir bitte, was für Zahlungsmethoden haben Sie denn? Nochmal bitte? Haben Sie Master Visa? Haben Sie eine Master- oder Visa-Karte? Oh nee, das habe ich privat so gar nicht. Ist das schlimm? Mhm. Ja, wie würden Sie denn die 250 Euro investieren? Ich hätte Ihnen das überwiesen gleich, wenn wir uns da einig werden. Natürlich, kommt auf Ihre, wie Sie das dann halt möchten. Sondern sagen Sie mir bitte nur, haben Sie denn Online-Banking oder möchten Sie eine Banküberweisung machen? Na, ich würde das nachher gleich fertig machen. Okay, aber machen Sie das denn Online-Banking-mäßig oder das, müssen Sie zur Bank? Ich kann beides machen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, meine Frau, die muss nachher noch was von der Apotheke haben. Da ist die Bank gleich daneben. Dann würde ich das direkt mitmachen. Und falls die doch nicht mehr los muss, mache ich es von zu Hause. Okay. Also wenn Ihnen das recht ist, kann ich Ihnen, wie gesagt, helfen, dass wir das dann von Ihnen machen, also dass Sie das machen. Ich würde Ihnen so gesagt helfen, dass Sie das Handelskonto aktivieren. Das ist nett. Sagen Sie mir bitte nur die E-Mail-Adresse von Ihnen, die Sie hier hinterlegt haben. Das ist die taube88@aol.com. Genau, das ist das Geburtsjahr von meinem Enkelsohn. Ach so? Ja. 80er Baujahr. Genau. Okay, so. Dann würde ich Ihnen das mal kurz zuschicken. Ich würde Sie bitten, kurz im Moment dran zu bleiben, ja? Ja, soll ich jetzt warten, vielen ja? Vielen Dank. Bleiben Sie bitte kurz dran, ja. Ja, wie lange brauchen Sie ungefähr? Dann hole ich mir einen Kaffee. Holen Sie sich ruhig einen Kaffee. Ich schicke Ihnen das erstmal alles zu, vorbereite das alles und dann können Sie denn in der Zeit schon mal Ihren Rechner so gesagt anmachen oder ist ja, schon an? Ich laufe eben, ich habe so ein schnurloses Telefon seit 2 Jahren. Mhm. Ich laufe jetzt kurz ins Büro, mache den an, weil der braucht ja auch immer seine Zeit und dann hole ich mir schnell was zu trinken. Weil alles ich weiß nicht, ob Sie es hören, ich habe Probleme mit dem Sprechen, das ist morgens immer besonders drastisch. Alles gut, machen Sie sich gerne. Ich bleibe in der Leitung, ja? Vielen lieben Dank. Gut, dann bis gleich. Den Tee und den Kaffee schon machen. Genau, in dieser Reihenfolge. Wunderbar. Hallo? So, ich bedanke mich nochmal für Ihre Geduld. Ha, ich bin auch gerade zurückgekommen. Wunderbar. Ja. Also sagen Sie mir bitte, haben Sie denn schon Ihren Rechner und Ihren Kaffee geholt? Ja, der Kaffee steht vor mir und der Computer, der klickert gerade vor sich hin. Schon mal ein guter Anfang. Ja, das ist schon mal was. Ich bin ja in der Zeit groß geworden, da musste man die noch eine halbe Stunde anmachen, bevor man was machen wollte. Da musste das erst warm laufen. Erst mal hochfahren und alles. Genau, da waren die Dinger aber auch noch so schwer, da konnte man ein Auto mit kaputt schmeißen. Ja. Das glaube ich nicht. Wie mit den Mobiltelefonen damals. Ja, man hatte man muss mit der Schnur und alles und dann damals raus das Haustelefon, wo man dann ohne Schnur überall hinlaufen konnte. Das ist schon echt eine Innovation, ne? Also wenn ich noch mal überlege, als mein Vater dann hier im Betrieb den ersten Computer, das haben wir dann nachdem wir die ganzen Unterlagen dann mal entsorgen wollten, der erste Computer, das war 86, hat er den geholt. Der hat 7.000 Mark damals gekostet.
Wie sind 7.000 Mark in Euro jetzt? Na, so Pi mal Daumen, das Doppelte, ne? Müssen Sie mal überlegen, 14.000 Euro, ne? 14.000 Euro? Ja, wäre das umgerechnet. Wenn man sich das mal überlegt, was man da heute für Sachen für bekommt. Ja, man kann sich ein gutes Auto für 14.000 holen. Ah ja, aber ich meine, heute hat ja jedes Mobiltelefon wahrscheinlich viel mehr Leistung als dieser Wandschrank von Computer. Ja, aber man kann ja nicht die Zeit von damals schauen und die heutige Technologie, ne? Wenn wir gewusst hätten, dass wir früher war das, wie Sie auch selber gesagt haben, man hat eine lange Zeit gebraucht, dass der PC hochfährt. Ja, ja. Heute gibt es schon eine KI, die das alles, also diese künstliche Intelligenz, die das alles für Sie macht. Früher müssten wir auch, beziehungsweise was heißt ich, wir, Sie mussten ja früher, wenn Sie arbeiten gewesen sind, dann mussten Sie wirklich für Ihr Geld arbeiten, wirklich auch schwitzen und hier und da. Oh und ja, Vieh oh ja. Tun. Wir hatten so eine ganz renitente Sau, die hieß Betsy, die hat uns das Leben 13 Jahre zur Hölle gemacht. Aber die hat die beste Milch gegeben, darum haben wir sie leben lassen. Ja, ich sag mal so, wenn eine gute Kuh gute Milch gibt, ne? Ja, natürlich. Ich sag mal so, wenn man seinen Job und alles, wie gesagt, vernünftig macht, ne, dann zahlt sich irgendwann in meinem Leben alles aus. Meistens ist das so, ja, ne? Wenn man ehrlich arbeitet, wenn man seine Mitarbeiter und die Menschen gut behandelt, dann kommt das zurück. Sowieso. Man muss ja im Leben positiv denken. Ja, positiv denken, Gutes tun, den Nutzen mehren und den Schaden abwenden. Genau. So hat es die heilige Angela immer gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen vielleicht. Die Angela Merkel? Nein, die Heilige. Das ist die Angela Merkel doch nicht. Nee, ich kenne die leider nicht. Aber die Merkel kennen Sie, weil ich hätte jetzt von der Stimme hätte ich gesagt, Sie sind so um die 18 rum, oder? Bitte? Ich hätte jetzt geschätzt, dass Sie so um die 18 Jahre alt sind. 10 Jahre älter, so gesagt. Da haben Sie sich aber auch gut gehalten, ne? Ja, ich sag mal so, wenn man sich jung hält, dann bleibt man auch einer gewissen Zeit auch so gesagt, jung. Ne? Kein Rauchen, kein Trinken, dann hält man sich jung, du, das ist so. Das auf jeden Fall. So, sagen Sie mir bitte nur kurz, ist denn Ihr Rechner hochgefahren? Der ist oben, ja. Okay. Sagen Sie mir bitte, können Sie einmal bitte Ihre E-Mails öffnen und schauen, ob Sie da was von mir erhalten haben? Habe ich Matthias so. Matthias Hoffmann. Da ist aber nichts gekommen also bisher. Schauen Sie am besten Ihren Posteingang. Ja, wo sollte ich sonst nach einer E-Mail gucken? kann auch sein, dass er im Spam gelandet ist, weil wir bis jetzt keinen Kontakt hatten. Ja, da habe ich schon geprüft, da ist nichts drin. Ja, das haben sie auch nichts drin. Nee. Also, wie haben sie geschrieben? Taube wie der Vogel, ne? Genau, richtig. taube88@aol.com. Ha, dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht nochmal schicken? Wir schicken das nochmal zu, kein Problem. Bitte? Kurzen Moment. Ich meinte, ich schicke Ihnen das nochmal zu, das wäre ja kein Problem. Ich denke mal nur, vielleicht haben Sie, was für eine Internetleitung haben Sie? Wissen Sie das? Telekom, hm. Und ist immer noch nichts angekommen, ne? Nö. Ich habe hier was gekriegt von einer Anna Weber, aber das hat mit Ihnen nichts zu tun, ne? Nee. Oh. Matthias Hoffmann müssten Sie schauen. Ja, das habe ich wohl verstanden. Da aber noch, ich kann hier nichts feststellen. Ist Ihr Internetkabel eingesteckt? Vielleicht ist es nicht rausgegangen. Das haben wir neulich gehabt. Doch. Es hat 3 Tage gedauert, bis das aufgefallen ist. Haben Sie nicht geschaut, ob Sie beim unten rechts, da ist ja die Uhrzeit und alles, und dann steht ja auch die, ob Sie mit dem Internet verbunden sind. Bei der Uhr? Ja, ich meine jetzt, wenn Sie auf den Rechner schauen, auf dem Bildschirm, da ist ja die Uhrzeit, dann kommt die Lautstärke und dann steht ja so gesagt dieses Zeichen mit dem, ob Sie mit dem Internet verbunden sind oder nicht.
Ach so, das wusste ich nicht. Ach, guck mal. Sehen Sie, das erfährt man, das hätte mir der, wir haben dann ja extra hier vor Ort den Elektriker gerufen, der hätte mir das ja auch mal sagen können hinterher. Mhm. Meine ich, ja, das ist ja auch wieder. So wissen Sie auch mal was Neues gelernt. Ja, danke schön. Das Gefühl, ich lerne hier heute viel Neues. Ja, ich sag mal so, nicht, dass für einen Neuansteiger ist nichts schwer. Nur wenn man das halt will. Ne? Wenn man ja, das Wille und halt, Sieg, ja. Das ist einfach so. Genau. Können Sie das denn nochmal rausschicken? Ich habe ihn da schon nochmal wieder rausgeschickt. Ach so. Sagen Sie mir bitte, sind Sie mit dem PC denn in, sagen wir mal so, haben Sie PC-Erkenntnisse? Was, habe ich die Erkenntnis? Die habe ich schon lange. Nee, ob Sie, also PC-Kenntnisse haben Sie. Ja, ich habe da mein ganzes Leben mitgearbeitet. Mhm. Haben Sie denn ein Problem, bei dem ich Ihnen helfen kann? Nee, alles gut. Ach so, weil Sie so gefragt haben. Nee, ich meinte vielleicht, dass Sie das nochmal aktualisieren, in den Posteingang oder irgendwie was gucken. Ja, das macht man mit F5, das weiß ich. Genau. Ach, guck mal, jetzt kommt's gerade rein. Ja, super. So. Was haben Sie denn? Ja, erstmal, ich muss jetzt erstmal, es ist tatsächlich nämlich jetzt in den Spam reingerutscht. Ich muss jetzt erstmal sagen, dass das keins ist. Und mir das wieder rüberziehen. Weil sonst lädt er die Bilddokumentation nicht von Ihnen. Sie müssen ja die. Okay. Aber so. Sie müssen ja die Mail öffnen, ne? Ja, das ist mir wohl bewusst. So. So. Jetzt habe ich da drauf gedrückt, ne? Da steht wieder irgendwas mit Vereinigtes Königreich und Kreditkarte, damit kann ich nichts anfangen. Genau, jetzt gehen Sie unter Zugangslink erstmal. Ja, das habe ich ja schon aufgerufen. Okay, und was kommt da bei Ihnen raus? Da bin ich jetzt auf irgendeiner Seite, da steht Kasse oben. Okay, dann müssen Sie, da sehen Sie ja die persönlichen Daten. Genau. Da geben Sie erstmal Ihre Daten ein, Vorname, Nachname, Adresse, ja. Stadt. Dann geben Sie bei Vereinigten Staaten ein Deutschland. Ne? Vereinigte Staaten? Ja, dann müssen Sie auf Deutschland wechseln. Ach so. Und wo finde ich da jetzt die Kontonummer von Ihnen? Sie machen das ja über Online-Banking. Sie meinten ja, Sie haben ja Online-Banking. Nee, meine Frau sagte, die muss zur Apotheke, dann mache ich das vor Ort. Achso, okay. Weil die sagte auch, sie hat um 10.30 Uhr einen Arzttermin. Also ich müsste dann demnächst auch schon los, ne? Mhm. Muss sie da ja hinfahren. Ja. Ja. Und dann ganz kurz einen Moment. Ich möchte Ihnen dann die Überweisungsdaten raussuchen. Das ist nett. So, hier. So, als Verwendungszweck müssen Sie so gesagt dann, also ich schicke Ihnen das erstmal zu. Ja, danke. Als Verwendungszweck nutzen Sie so gesagt, Moment, Ihre Kundennummer. Die gebe ich Ihnen jetzt auch. Ich wollte gerade sagen, die brauche ich dann aber bitte auch. Natürlich. Sagen Sie mir bitte, was benötigen Sie denn alles? Ja, wie meinen Sie jetzt, als Angabe? Genau, richtig. Also wir benötigen... Naja, eine IBAN. Eine IBAN brauche ich. Die IBAN, okay. Dann brauchen Sie die SWIFT, ne? Eigentlich ja nicht, ne? Oder brauchen Sie die BIC? Oder nur die IBAN? Schon eine normale... Wo sitzen Sie denn? Da wird es jetzt ja von abhängen. Das ist richtig, sondern wir sitzen ja in Deutschland. Ja, dann brauche ich nur die IBAN. IBAN, das ist richtig. Nur das Ding ist, weil Sie machen ja eine Auslandsüberweisung, weil Sie zahlen ja keine Steuern bis
10.000 Euro. Also die ersten 10.000 Euro sind sie steuerfrei. Das ist gut. Die nächsten müssen sie dann halt 7,4% zahlen. Die haben genug Geld von mir gekriegt, mein ganzes Leben lang. Die kriegen gar nichts mehr von mir. So. Wo geht das denn hin? In welches Land? In Litauen. Nach Litauen? Genau. Und Sie selber sind in Deutschland? Wir sind in Deutschland, nur die Bank ist halt in Litauen, weil, wie gesagt, sie zahlen dann nicht die Steuern. Ach so, ist das gemacht. Das zweite Mal zahlen sie, wie gesagt, 7,4%, was in Ordnung ist. Was kostet mich Ihre Dienstleistung eigentlich? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich sag mal so, die Dienstleistung ist so, dass wenn Sie so gesagt, ich sag mal so, Sie haben in der Zeit jetzt schon 1000 Euro gemacht, jetzt beispielsweise. Ne? Ja. Und jetzt machen Sie eine Auszahlung von 500 Euro. Wenn das Geld auf Ihrem Handelskonto liegt, dann bekomme ich von den 500 Euro 3%. Verstehe. Ne? Weil warum bekomme ich diese 3%? Weil wenn wir sie zum Finanzmarkt bringen, der Finanzmarkt erwirtschaftet das Geld für sie. Ja, ja. Und sie lassen sich auszahlen. Gar keine Frage. Wer arbeitet, soll was dafür kriegen. Das ist vollkommen in Ordnung. Genau. Na, wir sind ja keine Diebe. Richtig. Handelskonto aktivieren. Ach nein, das ist die zweite E-Mail. Die ist jetzt auch gekommen. Das ist die zweite. Ja. Also die Sie zuerst geschickt haben, ist jetzt auch da. Okay, also beide haben Sie jetzt erhalten. Nur ein bisschen Zeit verzögert, das ist schon komisch. Das weiß ich nicht, das kann auch wegen dem Internet sein. Aber offenbar. Aber ist bei mir auf jeden Fall angesteckt. So, wo haben wir das denn jetzt? Überweisung. So, bitte? Damit Sie auch Bescheid wissen. Sie müssen sich auch bei unserer Bank verifizieren. Ja. Das heißt, damit Sie allgemein diese Auszahlungen tätigen können. Ne? Ja. Sie müssten mir Personalausweis Vorder- und Rückseite zuschicken. Mit allen vier Ecken. Brauchen Sie auch den Gewerbeschein? Den Gewerbeschein? Ja. Für was denn? Naja, von der Schweinefarm. Nee, alles gut, alles gut. Ach so. Nur Ihren Personalausweis, weil Sie müssen sich ja, wie gesagt, Sie möchten ja irgendwie mal eine Auszahlung tätigen. Ja, ja, klar. Und, wie Sie auch bei Ihrer Bank, ne, müssen sich ja verifizieren. Sagen Sie mir bitte, haben Sie denn WhatsApp auf Ihrem Smartphone? Nee, sowas nutze ich nicht. Okay. Da gehen mir die Leute immer nur auf die Nerven. Ich bin froh, wenn ich mal meine Ruhe habe. So, dann sagen Sie mir bitte, auf welchem Gerät möchten Sie mir denn Ihren Personalausweis Vorder- und Rückseite zuschicken? Na, ich hätte das nachher auf den Scanner gelegt, wenn wir vom Arzt wieder da sind. Dann schicke ich Ihnen das rüber auf Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Genau. Das kriegen wir alles hin. Ich hab sogar noch ein Faxgerät stehen, falls Sie eine Faxnummer haben. Ja, haben Sie einen Fax? Ich habe einen Fax. Was? Sie sind der erste Mensch seit Jahren, mit dem ich spreche, der noch ein Faxgerät hat. Natürlich, ein Faxgerät ist doch viel schneller jetzt als mit der E-Mail, sondern das kommt direkt auf meinen PC an mit dem Faxgerät. Ne? Das ist ja also, klasse. Ist praktischer, sagen wir mal so. Ja. Auch wenn die alte Technik noch, sagen wir so, alt ist, kann man die trotzdem benutzen, weil... Ja, das ist so. Ich sag mal, die einzig zuverlässige Waffe ist sowieso das Schwert und die ist tausende Jahre alt, ne? Mhm. Von daher. So, ich habe Ihnen jetzt die Überweisungsdaten per E-Mail zugeschickt. Ja. Sie müssten auch dann gleich eine Rechnung raussuchen, also Wasser, Gas, Strom oder Festnetz, die nicht älter ist wie 3 Monate. Wozu brauchen Sie das, wenn Sie meinen Personalausweis haben? Ich verstehe, das ist schon eine gute Frage, weil, wie gesagt, ja. Unsere Bank verlangt eben mal die Verifizierung, dass Sie auch an dieser Adresse gemeldet sind. Weil ich sag mal so, auf dem Personalausweis steht bei uns, wo wir wohnen, die Größe, das Alter, eigentlich alles. Sogar welche Augenfarbe wir haben. Ja, genau. Aber die Bank sagt, nee, wir brauchen auch, wie gesagt, eine Wohnadresse auf einer Rechnung, wo sie dann auch täglich gemeldet sind.
Weil es kann ja sein, dass sie auf ihrem Personalausweis beispielsweise, was weiß ich, bei ihrem Sohn beispielsweise wohnen, ne? Und in 3 Wochen sind sie dann zu Hause. Ja, aber das müsste ich dann ja melden nach dem Meldegesetz, ne? Richtig. Jetzt habe ich was verbockt. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit ihre Internetseite offen gehabt. Jetzt habe ich das weggeklickt. Wie war denn da nochmal die Adresse? Aditan, aber das haben sie, wie gesagt, per E-Mail bekommen. Dann können sie das über die E-Mail reingehen. Aber ich habe ihnen das per E-Mail zugeschickt, damit sie die Überweisungsdaten jetzt erstmal machen können. Sie wollten ja, dass sie die Überweisung tätigen, dass sie in die Bank gehen und das dort machen. Genau. Aber ich wollte es ja noch mal zeigen nachher den anderen hier. Können Sie über Aditan, also über dem E-Mail reingehen und das dann dort machen. Na gut, können wir auch machen. So. So, da ist die E-Mail ja angekommen. Mhm. Sehr schön, ja. Mehr wollte ich gar nicht. MoonEx Limited, was ist das denn? Und die Adresse ist in der Schweiz. Das ist schon interessant, was sie da machen. Ne? Wie bitte? Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ich entschuldige mich. Ich musste kurz meinem Kollegen kurz helfen. Oh, was ist denn passiert? Nee, wegen einer E-Mail abschicken. Deswegen. Ach so. Okay. Ja, ich bin ein Hühnchen, das ist ein Problem, ne? Alles gut. Ja, finde ich auch. Wir nehmen auch als Kunden Hühnchen an. Sie nehmen als Kunden auch Hühner an, auch Ziegen? Muss man sich überlegen, aber ja. Was haben Sie gegen Ziegen? Ich habe nichts gegen Ziegen, aber Ziegen möchten ja meistens immer Kabel oder sonstiges anbeißen und dann an... Machen Sie da auch schon mal Strich mit. Ja, und die Hühner gackern den ganzen Tag und scheißen das Büro voll. Ja, da haben Sie auch nicht viel mehr Glück von. Ja, aber die halten uns wenigstens wach, ne? Ja, das kann eine Ziege auch. Ja, also ich identifiziere mich ja als Ziege. Also wenn Sie keine Ziegen aufnehmen, dann kann ich bei Ihnen nicht anfangen. Ja, dann nehmen wir auch Ziegen halt an, ne? Nehmen Sie auch Telefonziegen? Telefonziegen? Natürlich. Ja, das ist gut. Können Sie einmal sagen, ich mag die Telefonziege? Wie bitte? Ob Sie einmal für mich sagen können, ich mag die Telefonziege? Darf ich fragen, weswegen? Weil ich das möchte. Achso. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Na komm, gib dir einen Ruck. Wie bitte? Gib dir einen Ruck. Stell dich nicht so an. Wie meinen Sie? Dabei. Sind Sie Russe oder wie? Auch, ja. Okay. Ja. Ja. Einen ganz kurzen Moment. Ich müsste nur kurz... Einen Moment. Was denn? So, haben Sie denn die Überweisungsdaten erhalten? Die habe ich bekommen. Ja, das ist nur komisch, was da alles für Sachen drinstehen. Da ist was mit Vilnius, dann ist da eine Firma mit einer Limited, also mit einer Great Britain Niederlassung und die Empfängeradresse ist in der Schweiz und sie sitzen in Deutschland. Also den Zusammenhang müssen Sie mir so noch erklären. Der Telefonziege. Aber sind Sie denn gerade live? Wie meinen Sie? Ja, die Telefonziege ist ja auch live. Ja, deswegen ja. Möchtest du jemanden grüßen? Wen kann ich denn da grüßen? Weiß ich nicht. Falls die noch mit dir reden, vielleicht die Familie. Weil in meiner Familie, wenn da jemand Leuten das Geld wegnehmen würde, ich würde den kaputt hauen. Okay. Aber haben Sie denn schon mal Online-Trading gemacht? Ja, aber nicht mit euch, mit dem kriminellen Pack da. Okay. Haben ja alle gesehen hier den Aditan-Bildschirm, wo dann bei Bestelldetails Beginner-Course steht. Ich kaufe hier kein Guthaben auf irgendeiner Webseite. Das ist diese Farce, dass sie auch ein Produkt anbietet im Gegenzug und zwar irgendeinen Kurs, damit man hinterher nicht sagen kann, ihr habt einem abgezockt. Das kennen wir doch alles.
und wir kriegen euch alle. Wir bringen euch alle in den Knast und in die Forensik, jeden einzelnen von euch. Aber sagen Sie mir bitte, Sie sind ja jetzt live, auf, ich höre da jemand anderes, ne? Ja, du bist hier, du bist auf Leitung 2. Wir haben 16 Leitungen laufen. Könntest du denn vielleicht die andere Leitung machen, damit ich mich selber hören kann? Ne, der andere Call ist gerade interessanter. Der andere Call ist interessanter gerade. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz reinhören. Ah, die Bankdaten. Ja, ja, ich höre das schon. Verstehst du? Aber ich habe das schon direkt, ich habe aber direkt schon von der Stimme gehört, dass du ein Betrüger bist. Achso, und deswegen redest du eine Dreiviertelstunde fast mit mir und verlierst wertvolle Abzockzeit, weil du es von Anfang an gewusst hast. Nö, ich habe doch eh nichts zu tun. Achso, sind nicht so viele Leute so dumm, auf euch reinzufallen, oder? Doch, eine Menge. Eine Menge, wie viel verarschst du am Tag? Das kannst du mal ganz stolz erzählen. So um die 60, 70? 60, 70 Leute an einem Tag nimmst du das Geld weg. Das findest du toll, oder was? Ja, wenn man so dumm ist, ne? Aber wenn ihr Typen nicht immer so feige werdet, ich würde mich ja so gerne mal mit einem von euch treffen, so richtig fett boxen. Aber ihr traut euch das ja alle nicht. Warum? Warum? Sag mir, wo du bist, dann können wir das gerne machen. Ja, sag, komm nach Dortmund. Du bist nie im Leben, bist du in Dortmund. Ihr hockt alle irgendwo in Kalkutta, in Kasachstan. Ich bin in Dortmund. Wallabila, ich bin in Dortmund. Wallabila, guck mal, Thomas Hoffmann, der kleine Talahorn. Eieiei, sogar jetzt hier im Telefonat Talahorn, eieiei. Ja, natürlich, so einer bist du doch vom Niveau her. Vom Niveau her, genau. Ja klar, wie ist denn dein richtiger Name? Mein Name ist Hoffmann. Klar, dein Name ist Hoffmann und ich bin King Ping Louis. 100, warte, ich muss mal selber gucken. Warte mal kurz, bleib mal kurz dran. 146. Was ist 146? So oft, 146, ja. Was willst du mir mit dieser Nummer sagen? Ich rede ja gar nicht mit dir, warte, schau mal ein bisschen. Ja, guck mal, darum bist du nicht im Live-Call, weil du nichts Interessantes erzählst. Ja, ist doch in Ordnung. Ist doch super. So. Du bist aber interessant, ne? Weiß ich nicht. Ey, ich wusste das direkt. Du bist ja nicht der Erste. Ich habe schon mit so vielen Leuten telefoniert. Ja, und machst du es immer noch? Ja, natürlich. Aber musst du nicht arbeiten? Es ist meine Arbeit. Was denn? Schneiden, rendern, hochladen. Den ganzen Tag. Das ist harte Arbeit. Schneiden und hochladen? Ja, klar. Ich bin der Cutter hier. Verstehst du? Der Schneider. Der Schneider, genau. Gib mir mal die Frau im Hintergrund. Ja, gefällt dir die Frau im Hintergrund, ja? Du weißt nicht, die hat so eine Stimme wie eine Lokomotive, mit der würde ich schon gerne mal reden. Boah, wenn sie sich auf dich draufsetzen würde, du würdest nicht mal atmen können. Warum? Ist Ricarda Lang bei dir im Callcenter oder was? Die würde dich zusammenboxen, du würdest nicht mal mehr aufstehen können. Alter, warum beleidigst du denn deine Kollegin so, Alter? Nur weil sie ein bisschen dicker ist, das macht man nicht. Das hat damit nichts zu tun. Es geht nur darum, dass sie dich kaputt schlagen würde, weißt du? Oh, ich würde euch alle einen nach dem anderen kaputt boxen, wenn ich könnte, Alter. Ich bin kasachischer Brunnenkämpfer, super blöd. Das Problem ist, die meisten Menschen, die so reden, große Fresse. Bist du Hartz-IV-Empfänger, fragt die Kollegin. Nein, bin ich nicht. Ich habe mein ganzes Leben lang ehrlich gearbeitet, im Gegensatz zu euch. Er hat ehrlich gearbeitet, weißt du? Im Gegensatz zu euch, das musst du auch dazu sagen. Er hat von der Ukraine, er kommt nach Deutschland, um Geld von Deutschland zu nehmen, weißt du? Wer? Von der Ukraine. Deine Familie oder wer? Ich bin kein Ukrainer, nein. Familie, ei. Ich bin Kasache, ich folge dem Falken. Ist doch das Gleiche, Kasache... Ukrainer ist doch gleich. Ja, es ist genauso gleich wie Chinesen und Japaner, richtig? Dieses Telefonat, das kostet dich ja, das weißt du ja, ne? Nö, dich kostet das, du hast mich angerufen. 3,18 Euro die Minute. Das kostet dich ja auch. Überhaupt nichts. Ey, Maschallah, Maschallah, Maschallah. Nimm nicht deinen Namen in den Mund. Was du machst, ist haram, du Schwein, du. Eieiei, das ist sehr, sehr unhygienisch, was du machst. Ja, was du machst, ist haram, Alter. Hör auf, immer über Gott zu sprechen, du Ungläubiger. Du bist gläubig, ne? Ja, im Gegensatz zu dir, verdammt. Du Kufar, verdammt, Alter. Durak, ich schwör's dir, du bist ein richtiger Durak. Ja, Durak, dabei. Dabei.
Aber wenn ich wüsste, wo ihr wärt, Alter, es wäre ein Festessen. Ey, Alter, das wäre ein Festessen. Du würdest nicht mal aufstehen. Nee, weil ich den Bauch so voll habe mit euren ganzen hässlichen Köpfen. Ja, aber du weißt ja gar nicht, wie ich ausschaue. Ja, das ist das Problem. Ihr könnt ja nur armen Leuten das Geld wegnehmen, aber mit richtigen Kerlen, da habt ihr Schiss, da verpisst ihr euch. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Du wirst jetzt auflegen und wirst dem nächsten armen Menschen sein Leben zerstören, der sich danach vielleicht aufhängt. Genau. Genau, richtig. Ja, und irgendwann stampfen wir dich in den Boden, Alter. Genau. Ich ruf dich später nochmal. Du kannst mich gerne später anrufen. Bis dahin ist übrigens euer Konto in Vilnius auch schon platt. Denkst du? 100 Pro. Wollen wir wetten? Na gut, vielleicht nicht bis heute Nachmittag, aber du kannst schon mal gucken. Der Typ, dem das Ding gehört, der geht in den Knast. Welchen? Der Kontoinhaber. Aha, okay. Na? Okay, okay, kein Problem. Also ist nicht dein Konto, das heißt, du bist nur armer Angestellter, kriegst so 3% vom Umsatz. Ja, reicht doch, 3% von dem, was du auszahlst. Tja, auszahlen, haha. Ja, ja, ich würde auch dabei lachen. Ah, Mann, wie kann man so elend sein, Alter? Bist du nicht zur Schule gegangen oder hast du keinen Beruf gelernt oder was? Doch, natürlich. Ausbildung, alles. Was hast du gelernt? Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung. Genau, genau. Woher wusstest du das? Das ist bei deinem Gesindeltyp sehr häufig der Fall. Gesindeltyp, ja? Ja, ist so. Bist du auch so ein Gesindeltyp, ja? Ich habe die Eigenschaft, Gesindel gerne auszumerzen. Auszumerzen? Ich habe direkt beim deinem Telefonat, wie du gesprochen hast. Ja, das hast du jetzt schon dreimal gesagt, hast trotzdem mit mir telefoniert. Ja, natürlich telefoniere ich mit dir. Dann lass doch mal ein Interview machen. Wann machen wir? Wann soll ich dich anrufen? Weiß ich, um 12 zum Mittagessen? Da können wir beide nebenher schön was futtern. Boah, das wäre geil. Machen wir. Alles klar, tust du sowieso nicht, aber dann bis 12. Doch, doch, gib mir deine Telefonnummer, dann kann ich dich nochmal anrufen. Hast du doch. Nummer. Ich sehe die leider nicht im Display. Ja, warte, muss ich dir was zu schreiben geben? Muss ich dir eine Nummer geben? Hast du was zu schreiben? Erzähl. Ja, dann ruf mich mal an unter 0157. Voll lang, aber trotzdem. Direktschaltung also zum BKA, aber ist egal. Ruf mal an. Tamam, kein Problem, ich rufe an. Tamam, aber ja. Sag mir denn deine Nummer, ich wollte dich ja anrufen, damit wir nochmal quatschen können. Habe ich dir gerade gegeben, verdammt. Wie jetzt? Das ist die Nummer? Ja. Nicht vom BKA? Quatsch. Du bist schon ein Sympathischer, weißt du? Ich hab dich auch lieb. Du bist ein Sympathischer. Ja, du auch. Ich finde, wir sollten uns jetzt... lass uns mal nackt ausziehen und gegeneinander kämpfen. Nein, sonst schlag ich dich mit meinem Schwanz so noch um. Ja, es ist dann so, einer liegt am Ende am Boden. Aber es ist halt die Frage, wer das ist, aber das wissen wir erst hinterher. Das ist richtig. Gut. Wie lang ist er, wenn er hart ist? Das ist eine andere Frage, das ist mir zu privat. Ja, aber gerade hast du gesagt, du willst mich damit umhauen, dann musst du mir das auch sagen. Ja, aber das ist mir zu privat dann, weißt du? Ich weiß, weder weiß ich, wie du heißt, noch wie du aussiehst, also kannst du jetzt schon mal ein bisschen flexen. Erzählt hier, wie vielen 100 Leuten, der das Geld wegnimmt, will aber nicht erzählen, wie lang sein Ding-Dong ist. Was ist das für eine Peinlichkeit, Alter? Warte mal, Ding-Dong, warte mal, Schimmer, ich muss mal gucken, wie viele Leute erstmal zugucken. Du bist immer noch nicht live. Was gucken denn? 22. Nee, ich bin ja nicht live. Aber ich gucke gerade ein bisschen deinen Livestream. Ja, also in die Zeit ist da nicht viel los, du. Die ganzen Leute arbeiten halt, ne? Ja, aber die meisten können auch kein Deutsch, ne? Die meisten, die anrufen nicht, ne? Das ist richtig. Nee, das ist richtig. Ja, deswegen sag ich ja. Die anrufen, die sind die meistens so, keine Ahnung, welche Dullis, die nicht mal Deutsch vernünftig sprechen. Ja, ist so. Und was ist bei dir passiert, dass du so kriminell geworden bist? Haben sie dich abgeschoben? Das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Die haben dich abgeschoben, ha? Ich bin aus Kasachstan, aus Kasachstan. Ja, aus Kasachstan natürlich. Ja, sicher. Kann ich ja. Ich bin ja selber eine Ziege, eine Telefonziege bin ich, weißt du? Jetzt im Moment schon, ja. Aber nur Diensthabende. Egal, ich habe jetzt eine Nummer. Ich rufe dich später an und dann können wir nochmal quatschen. Ja, alles klar, Bratan. Dann wir hören, ne? Heide, Talahon, Mann, sitz ich, ne? Ja, bis dann, du Talahon. Ciao.
Ciao, ciao. Ey, was ein Spinner.